Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Heute geht es um mein Bild Musica Mundana. Es ist in Öl auf Leinwand, 65 cm hoch und 80 cm breit. Auf dem Bild ist eine Cellistin dargestellt. Genauer gesagt ist es Alina, eine wunderschöne Frau, die ich vor einiger Zeit kennenlernen durfte. Ich zeige einmal ein paar Bilder, damit man sehen kann, wie unglaublich einfühlsam und elegant sie spielt. Kommen wir nun zur Bildbeschreibung. In der Mitte ist ein angeschnittenes Cello mit dem Cellohals. Mit der rechten Hand führt sie den Bogen sanft über die Saiten, während sie mit der linken Hand die Töne abgreift. Dabei schaut sie nach oben aus dem Bild heraus, als ob sie den Tönen nachlauschen würde. Sie trägt ein schwarzes Kleid, hat rote Haare und ist in einem Dreiviertelprofil dargestellt. Es gibt einen sehr verworrenen Hintergrund, der auch gegenständlich ist, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das kann man ja im Laufe dieses Videos vielleicht selbst entdecken. Kommen wir zur Analyse. Die Komposition hatte ich gerade schon angesprochen. Hier sind wir ungefähr auf der Mittelsenkrechten. Der Bogen ist nicht ganz im rechten Winkel zu diesem Hals. Das bewirkt eine gewisse Dynamik, eine gewisse Spannung in der Komposition. Des Weiteren gibt es noch über das Gesicht und den Unterarm eine abfallende Diagonale. Das Bild ist angeschnitten. Nicht nur der Cello, auch der Unterarm oder die Haare sind abgeschnitten. Dadurch kommt das Bild eher in den Raum des Betrachters hinein. Von den Farben her habe ich den Farbe an sich Kontrast benutzt. Der besteht darin, dass die Grundfarben nebeneinander gestellt eine gewisse Freude ausdrücken. Ich habe hier meine Lieblingsfarben übrigens verwandt. Das ist das Türkis und das Indigoblau hier, das Krapplackrot und das Indischgelb. In anderen Bildern dieser Reihe habe ich genau diesen Farbklang wiederverwendet, nur in Variation eben. Man sieht unschwer den gestischen Farbauftrag. Man muss dazu sagen, das ist nicht sehr einfach. Denn leicht kann diese spontane Malweise dazu führen, dass man einen Strich falsch setzt und damit das ganze Bild zerstört. Auch wenn es leicht herüberkommt, ist das eine sehr, sehr schwierige Situation für denjenigen, der das Bild malt. Aber ich denke, es ist mir doch einigermaßen gut gelungen. Das Bild ist entsprechend nicht besonders stofflich. Um sogar genau zu sein, teilweise habe ich die natürlichen Farben verändert. Ich habe Blau hier in der Hand und in dem Hals aufgenommen, um eine besonders ausdrucksteigende Wirkung zu erzielen. Auch das Rot der Haare entspricht nicht der Haarfarbe von Alina. Damit wären wir mit der Analyse weitestgehend fertig und kommen jetzt zur Intention. Es ist schwierig, Musik malerisch auszudrücken. Denn es fehlt der Klang. Ich habe also versucht, mich an einer Theorie von Anicius Boethius zu orientieren. Das war ein
griechischer, nein, ein römischer, spätrömischer Gelehrter, der als neuplatonischer Philosoph eine Musiktheorie aufgestellt hatte, in der es drei Arten von Musik gibt. Da ist einmal die Musica instrumentalis, das ist die hörbare, vom Instrument oder von der Stimme erzeugte Musik. Dann gibt es darüber hinaus die Musica humana, das ist die Musik, die die Harmonie oder die der Harmonie zwischen dem menschlichen Körper und der Seele wiedergibt. Und als Steigerung des Ganzen die Musica mundana, das ist eine sogenannte Sphärenmusik. Das zeigt die Harmonie des Kosmoses und genau das steckt ja in dem Bild drin. Vielleicht zeige ich jetzt einmal, was sozusagen unbewusst wahrgenommen in dem Bild noch drin steckt, was vielleicht schon alle hier entdeckt haben, was dieses Kosmische darin wiedergeben soll. Es ist nicht nur der Blick der Frau nach oben in die Sphären gerichtet, sondern es ist auch der Hintergrund. Vielleicht wird das deutlich jetzt, was noch in dem Bild zu finden ist, wenn man sich einmal diese Abbildung anschaut. Genauer gesagt, diesen Käfer hier. Denn jetzt erkennt man leicht, dass diese türkise Fläche in Wirklichkeit ein Käfer ist. Hier der Kopf, da die Fühler, hier die vorderen Extremitäten und die hinteren Extremitäten. Das, was in der Musik mitschwingen soll.